Hallo und einen schönen guten Tag. Heute möchte ich euch kurz zeigen, wie man drei Maschen links zusammenstrickt. So, weil bei meinem nächsten Muster werden wir drei Maschen links zusammenstricken. Ihr habt hier eure linken Maschen gestrickt. Wir stricken jetzt mal hier 1, 2. So, jetzt heißt es für euch an eurem Schrift stehen dann drei Maschen links zusammenstricken. Wir nehmen eine Masche ab. Wir nehmen zwei ab. Wir nehmen die dritte ab. So. Dann legen wir den Faden davor und ziehen ihn hier durch diese drei Maschen durch. Das ist schon alles. Ja? Das heißt denn drei Maschen links zusammenstricken. Nochmal. Eins, zwei. Drei Maschen nehmen. So, ich habe ein bisschen festgestrickt, wie ich ja immer mache. So, drei Maschen nehmen, strickt ein bisschen lockerer als ich, dann geht es einfacher. Drei Maschen auf die Nadel nehmen und den Faden wie beim Linksstricken durchziehen. Und schon habt ihr drei Maschen links zusammengestrickt. Ja, das ist alles. Das heißt denn drei Maschen links zusammenstricken. So sieht es denn von hinten aus, wenn diese Maschen zusammengestrickt sind. Und so sieht es dann von vorne aus. Allerdings könnt ihr den Faden ruhig ein bisschen strammer ziehen. Ja, wenn ihr den zusammenstrickt. Ich habe es jetzt hier mal ein bisschen lockerer gehalten. Aber ihr könnt es dann, je nachdem, wie dick auch eure Wolle ist, ein bisschen strammer ziehen. Ja, so sieht es denn von der rechten Seite aus. Wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Eure Ute.